Kolumbien ist natürlich sehr, sehr hart reingegangen, aber es war immer an der Grenze. Also es war nie so, dass ich sage, es war irgendwie gefährlich oder sonst was. Und damit kamen die Deutschen irgendwie nicht so klar. Und natürlich hast du dann Spielerinnen, die ein bisschen schmächtiger sind wie Magul, die damit vielleicht nicht ganz so gut umgehen wie eine Oberdorf. Und das hat denen halt so ein bisschen gefehlt, sage ich mal, diese Härte. Und ich glaube, dann kommen 1, 2, 3 Fouls, dann regen sie sich drüber auf. Und dann ist es schon mal so, dass man dann vielleicht so ein bisschen aus dem Tritt kommt. Und so hat Kolumbien es geschafft, den Fluss von Deutschland so ein bisschen zu zerstören und sie eben nicht reinkommen zu lassen, weil dann irgendwie jeder mit sich selbst beschäftigt war, mit der Schiedsrichterin und so weiter und so fort und einfach genervt war. Und da hat man gesehen, dass diese Härte vielleicht auch ein bisschen fehlt, wobei ich das nicht verstehe, weil sie damit ja auch gerechnet haben. Also von daher wusste jeder, was auf sie zukommt. Und da war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass da sehr, sehr wenig gegenübergestellt wurde.